Rüstung Habe ich den verbessern. Schutz, den ihr braucht? Wie ist denn das? Welche Rüstung habe ich an? Die Sakai-Rüstung. Sieht halt schon extrem aus. Leck. Feck. Alter. Mit Helm sieht er richtig Samurai-mäßig aus, ne? Aber. Ich kehre zurück zu Ihr Tadayoris habt Rüstung. meinen Dank. Ich kehre zurück zu meinen Wurzeln. Tadayoris Rüstung ist und bleibt für mich. Jetzt für den Kampf habe ich natürlich den Vater, aber ich habe jetzt wieder beschlossen, ein Ghost zu werden. Und das mit der Maske und Tadayoris Rüstung. Die Sakai-Maske bleibt und Tadayoris Rüstung. Und das Stirnband der Wiedergeburt lassen wir auch an. Ist schwarz, passt gut. Dann schauen wir mal, was. Dann, welches Schwert nehmen wir? Nein. Schatten des Kriegers? Nee. Das sieht auch cool aus. Schwarz und Rot ist es halt auch immer nice. Ja, okay, komm. Oder nee, die roten Schwerter fand ich auch mega nice. Man muss ja jetzt nicht unbedingt ein schwarzes Schwert haben, aber die roten Schwerter sind auch mega nice. Die passen auch ein bisschen. Wenn ich jetzt noch ein rotes Stirnband habe, dann passen sie. Würden sie passen. ja, Bogen. Mach mal halt auch in Rot mal. Ja, warum nicht? Bogen in Rot, Langbogen auch in Rot. Perfekt. Blasrohr gibt's keins und da ist auch nicht. Gut. Okay. Wir beten für eure Sicherheit, mein Herr. Danke. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Rüstung jetzt im nächsten Akt. Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich Akt 3. Jin. Masako. Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Viele hatten weniger Glück. Ich war nicht da, als meine Söhne starben. Aber ich werde für diese hier in ihren letzten Stunden da sein. Fürst Shimura möchte bei Sonnenaufgang angreifen. Wenn es eine andere Strategie gibt, die vielleicht jemandes Kinder rettet. Könnte sein. Tut, was ihr tun müsst. Meine Unterstützung habt ihr. Ich hoffe, ihr erhebt nicht wieder das Schwert gegen mich. Okay, ist sonst noch hier irgendwo? Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Ich will den Verwundeten helfen. Aber mehr als etwas Hochprozentiges kann ich ihnen nicht bieten. Wie tröstet man jemanden, der einen Arm verloren hat? Ich weiß es nicht. Taka wusste immer die richtigen Worte. Ich vermisse den Jungen. Wie wir alle. Ruht euch aus. Ich versuch's. Okay. Da ist auch noch... Konzentrieren! Der Sensei. Übt weiter! Sensei, Fürst Shimura möchte die Brücke reparieren. Angriff bei Sonnenaufgang. Ein solches Wagnis erwartet der Karl nicht. Wenn wir zögern, kostet uns das mehr Leben. Es gäbe eine andere Lösung. Eine, die den Ehrenkodex eures Onkels verletzt. Eine, die Menschenleben rettet. Seid vorsichtig, Sakai. Ihr seht das anders? Das sagte ich nicht. Okay, und da ist noch Tsushima trauert der um Kampf, euch. Ich. Fürst Sakai. Norio, ich hatte Angst, ihr würdet an der Brücke fallen. Es war knapp. Die Explosion warf mich zu Boden und trug diese tapferen Krieger ins Jenseits. Wir bestatten sie angemessen, sobald uns die Burg wieder gehört. Gibt es denn noch eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Verliert nicht die Hoffnung, Norio. Niemals, mein Herr. Sehr gut.
diese Drecksnase. So, Entschuldigung, und jetzt geht's zu Yuna. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal, wie viele Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich. Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll. Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Du willst die Mongolen vergiften? Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Trunk. Soll der Khan an seinem eigenen Blut ersticken? Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert. Wird es nicht. Er würde es so wollen. Aus der Dunkelheit. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Geistrüstung. Ein Geschenk von Taka. Oh, was kann die? Endlich! Die ist ja grau. Oh, die kann ich verbessern. Verringert die Geschwindigkeit der Gegner bemerken. Oh, das ist eine Stealth-Rüstung. Geilo Milo. Ich bin gerade echt glücklich. Junge, nice. Hoffentlich kann ich die schwarz färben. So sieht sie nicht so geil aus. Okay. Na dann. Behalten wir die mal an. Geistmaske. Oh, das ist die Maske, die ich gesucht habe. Oder ist die besser? Nee, warte. Die Sakai. Das ist die Sakai-Maske und das hier ist die Geistmaske. Ah, die sieht schon geil aus. Okay. Cool. Und das Geist-Stirnband. Das passt jetzt natürlich, deswegen ziehe ich das jetzt auch gleich an. Okay. Wenn ich den Turm erreiche, kann ich die Truppen des Khans ausspähen. Meinen Weg finden, sie zu vergiften. Sehr cool. Kommt's mal auf den Weg. Ja. Endlich eine Stealth-Rüstung. Endlich. Nur das Aussehen gefällt mir noch nicht so ganz. Aber mal gucken, wenn wir sie färben. Wenn man sie färben kann. Ich hoffe es. Okay. Ah, da drüben. Aber den Khan kann man nicht so leicht vergiften. Das wird sicherlich in die Hose gehen. Weil... Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Sind auch welche. Ja. Solange er im Raum ist, wird er nicht gesehen. Sehr gut. Okay, ja, mit den ganzen Vorräten.
jetzt nur die Leiter nach oben finden. Ah, da ist sie ja. Nee, hier ist keiner. Was ist das für einer? Nein! Als Maul, nein! Ach komm, Alter, es stand doch Viereck dran. Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal verstehe ich das nicht. Verstehe ich einfach nicht. Stand doch Viereck dran. Ich drück Viereck und er schlägt mit dem Schwert. Echt blöd. Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Ja, das habe ich versucht. Alles ausspähen. Das habe ich ja versucht, aber dann... So. Schluss mit lustig. Zurückläuft. Dann ebenso. Oben sind zwei Stück. Na toll. Bye bye. Der Turm ist geräumt. Wie kann ich sie jetzt alle am besten vergiften? Ich mal einen Aussichtspunkt suchen. Ja. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Der Gartenpfad. Schwach verteidigt, gute Deckung. Okay. Was haben wir hier? Ein Strohhut. Ryoso, natürlich ist er hier. Ryoso ist hier. Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Seine Armee trinkt in Ayrak und ich töte die Überlebenden. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Jetzt zum Ayrak, ohne dass jemand Alarm schlägt. Besser den Gartenpfad nehmen. Okay, na dann los. Hey! Zack! Tschüss. Weiß nicht, ob ich einfach über das Seil komme. Probieren wir es einfach. Oh, das war knapp. Warum zum Teufel bin ich denn da nicht hochgekommen? Scheiße. Muss ich wohl wieder aufs Dach. So, jetzt besser. Ja. Schön langsam. Ja. Erst den auf dem Turm. Okay. Komme ich denn da jetzt vorbei? Seil weiter. Eh nichts. Okay. So.
Okay. Ja, was? Wo? Ja, mit den Vorräten und schnell durch den Schlitz. Jetzt zu ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Okay. Daneben. Mist. Hat keiner gehört. Zack. Dann eben so. Wenn nicht so, dann so. Jetzt mal nach oben. Überblick holen. Oha, wie soll ich denn da rankommen? Vor allem ungesehen. Ist irgendwie darüber. Legium Harsinta. Tschüss, Jungs. Ja, geh nachschauen. Bye bye. Das Problem ist echt der jetzt noch. Obwohl, nee, die laufen hier alle rum. Scheiße. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich da jetzt vorbeikommen soll. Hier gibt's ein Seil. Okay. Ja. Du bist auch ungesehen. Zack. Alles klar. Im Zelt ist keiner. Nehmen wir gleich mal hier alles mit. Sneaken weiter. Der entdeckt wird? Ich glaube nicht. Könnte ihn erledigen. Kurz Überblick holen. Er ist tatsächlich hinter... Ja, doch, der wird nicht gesehen. Den kann ich mir auch packen. Okay. Hopp! Zack! Scheiße. So. Dort lagern sie ihre Milch. Jetzt das Gift hinzugeben. Aha, ich muss erstmal an das Gift rankommen. Ja, ich meine an die Milch rankommen. Drei Wachen. Okay, ich habe ein Zeitfenster. Der läuft zurück, der läuft dahin. Jetzt guckt niemand auf die Milch. Okay, der läuft wieder hier hin. Alles klar, alles klar. Ich weiß, wann ich mein Zeitfenster habe. Und niemand mehr auf die Milch achte. Jetzt. Okay, geht nicht. Hä? Ist die Milch da hinten? Ach, ist ein Mist. Sag's doch gleich.
normal, echt. Jetzt geh doch weg. Also geht doch. Da ist die Milch. Okay. Vergiftet. Okay, jetzt läuft er wieder zurück. Jetzt warten. Der mit dem Schwein macht mir ein bisschen Sorgen. Okay. Jetzt war's. Abwarten. Bin ich Boss da zu gehen? Kommt's, ihr Dreckschweine. Was für ein Blutbad. Verrecke. Wenn ich das Gift nicht hol, dann meine Klinge. Tatsächlich, dass da einige noch leben. Robuster als Penicillin. Nein. Was war das für ein Spruch? Egal. Ryuzo! Jin! Ich wusste es. Wo ist der Khan? Nicht hier. Nach Norden. Ich wusste es. Ich soll ihm hier den Kopf des Geists bringen. Dann hol ihn dir. Nein. Was? Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Khan, dir eine Chance zu geben. Er brachte Taka um. So wie du meine Männer. Ich verlor alles. Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Den Geist glaubt man. Halt! Du warst mein längster Freund, Ryuzo. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Für uns beide. Ich kann nicht. Das dachte ich mir. Okay, komm, ein letztes Mal. Dein Onkel wird mich nicht töten. Komm schon. Ich habe ein paar Tricks gelernt. Mehrere von Strohhüten fertig gemacht. Da bist du doch jetzt kein Problem mehr. Okay, du bist ein Problem. Na. Oh, Alter. Dreckschwein. Alter. Oh.
Das ist deine Schuld. Es fängt wieder an. Diese Zweikämpfe, ich schaff sie nie First Try. Nie. Also auf dem Schwierigkeitsgrad sowieso nicht. Du hättest dich ergeben sollen. Dein Onkel wird mich nicht töten. Alter! Zack! Ah, verdammt, ich hab meine Möglichkeit verzockt. Jawohl! Du hältst mich nicht auf, Ryuzo. Ja, du hältst mich nicht auf. Das Gift. Du brichst den Eid deines Onkels. Du ließest mir keine Wahl. Hei! Ah! Da! Hei! Da! 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 Und jetzt gleich nochmal. Zack! Ja! Da! Da! Noch! Ja! Und daneben! Ah! Oh! Was? Dann wollte ich nicht machen, den Move. Oh, oh. Zack. Ich vergebe dir nie. Hi! Hi! Da! Nimm das, Ryuzo! Nein! Okay, ich hab ihn gleich. Gleich hab ich ihn. Na, da! Das ist für Taka. Jin. Bitte. Leb wohl. Freundschaft ist beendet. Die Burg gehört euch. Der Khan marschiert nordwärts. Wir können ihn abfangen. Ihr habt mir getrotzt! Ich tat, was ich musste. Für sie. Wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wie der Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg. Rettet unser Volk nicht. Der Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Sagt ihnen. Ihr seid Jin Shimura, treuer Diener des Shoguns. Mein Erbe. Nein. So. Er sagt nein. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist. Ja! Und da
Finde den Kahn. Für Taka. Geht! Dass er unbedingt an diese alten Sachen festhalten muss. Es ist so unbegreiflich. Immer diese Traditionen und nichts darf verändert werden.